Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part, Tropico 4. Ja, falls sich der ein oder andere hier wundert, warum wir hier so einen komischen Sturm haben, der ist gerade aufgetaucht, als ich mich das letzte Mal brav verabschiedet habe. Ich habe aber auf Pause gemacht und da dann auch so abgespeichert. Ich mache jetzt aber hier auch auf Play, damit der Sturm an uns vorüberzieht hoffentlich. Und wir bauen mal auf, was jetzt hier noch kaputt geht. Also hier ist auf alle Fälle schon mal was kaputt gegangen. Was siehst du, jetzt wird uns hier ein Mietshaus empfohlen noch. Das passt doch hier bestimmt noch hin, ne? Würde ich mal vermuten. Ja, guck mal. So, dann haben wir das. Und Ranchen wollte ich noch bauen auf jeden Fall. Das machen wir jetzt auch gleich. Bevor ich das wieder vergesse, da siehst du, eine Oberschule wollen sie auch haben. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere, damit wir nicht wieder pleite gehen, ne? Bauen wir jetzt ein paar Ranchen, dann haben wir was zum Exportieren auf jeden Fall. Guck mal hier. Und dann bauen wir auch gleich noch eine. Was wir haben, haben wir. Ja, auf einem frisch neu aufgesetzten System daddel ich jetzt das erste Mal tatsächlich wieder. Und ich hoffe natürlich, dass das alles so, ja. Der Wirbelsturm ist vorbei, Präsidente. Wir sollten den Schaden abschätzen. Opfer des Wirbelsturms, zerstörte Gebäude 1, Sägewerk, das haben wir. Beschädigte Gebäude 1, der Fischerhafen 1, okay. Dann ist noch ein Hafen anscheinend. Ja, guck mal, ach da, ja, das ist aber nur, das reparieren wir. So, und ja, was wollte ich jetzt eigentlich? Genau, ja, für unser Geld wollten wir sorgen. Ja, schau mal, das sieht doch auch gar nicht so übel aus. Allgemeinbildung tun wir auch ein bisschen was. Und dann bauen wir hier nämlich noch eine Schule hin. So, dann, die passt da doch genau rein, das ist doch einwandfrei, damit wir hier zu Geld kommen. Schade, dass das Sägewerk kaputt ist, ich möchte ja ein bisschen in die Holzbearbeitung gehen hier, ne? Guck mal, da läuft schon wieder so eine Schwangere rum. Aber jetzt ist das Sägewerk uns natürlich kaputt gegangen. Ich habe aber keine Lust, wieder pleite zu gehen jetzt hier irgendwie, das finde ich nämlich total uncool. Ich möchte doch diese Kampagne irgendwann auch mal abschließen, eines schönen Ferntages. Und ja, hoffe jetzt einfach, dass es hier einigermaßen funktioniert mit den Ranchen und überhaupt, habe ich einen Marktplatz eigentlich schon gebaut? Ja, hier hinten. Okay, ja, guck mal, hier ist der Marktplatz. Einwandfrei. Ach, guck mal, hier ist das hier, unser Pater Esteban. Nee, aber er ist auch ein Priester. Na, hätte ja sein können. Aber der Pater Esteban hängt bestimmt wieder in der Kneipe rum. Wo soll er auch sonst sein? Ja, hier ist wieder unser Eselchen, das Süße. Da ist noch eine Schwangere. Uiuiui, die Autos rasen hier aber ganz schön. Aber guck mal, die fahren durch die Leute durch. So geht das auch nicht. Das ist nicht schön. So, was haben wir denn da hinten jetzt? Ach so, ja, da sind noch keine Arbeiter drin. Das ist jetzt gerade wieder aufgebaut worden. Die kommen dann ja aber. Und hier sollte das dasselbe Spiel sein. Vermute ich doch mal. Ja, sehr schön. Ja, es läuft, ja. Ich bin guter Dinge, dass ihr den Part dann auch zu sehen kriegt. Ich freue mich auch schon total auf unser Kommunistenanführerverhaften. Was ist das denn? Präsidente, der Anführer der Kommunisten macht wieder Ärger. Seine negativen Kommentare kosten mich Geld. Mit solchen Leuten macht man nur eins. Sie verhaften als Beispiel für andere. Die Roten werden die Luft anhalten, wenn ihr Führer verhaftet ist. Und wir können endlich eine normale Gesellschaft mit Gier als Fundament gründen. Verhaften Sie den Anführer der... Nee, das mache ich nicht. Okay. Ja, ich habe mir natürlich auch wieder ein Thema rausgesucht zum Schwätzen, während hier wir florieren und bauen und überhaupt und so. Und ich... Wenn ich Sie zum Reden komme, ne? Gefallen tun, ja, was Partner. Denn? Ich habe letztens meine Firma etwas umstrukturiert. Ja, gib die her, ist egal hier. Gib mir alles. Ja, genau. Also, wenn ich zu Wort komme, ne, dann werde ich hier eine Runde was erzählen. Ich habe nämlich überlegt, was für den einen oder anderen vielleicht noch interessant sein könnte, weil das ja auch immer wieder ein Thema ist, womit man sich beschäftigt, wenn man selber Videos auf YouTube hochstellt, ist tatsächlich, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich in den Suchmaschinen einigermaßen vernünftig gefunden werde. Und das ist auch immer gar nicht so einfach, denn die Suchmaschinen von YouTube sind ja schon teilweise sehr gemein. Also es geht da zum Glück nicht nur nach Klicks, das muss man vielleicht auch dazu sagen, sondern es... Moment.
Moment, ich muss mal hier ein bisschen rausscrollen, sondern es spielen ja mehrere Faktoren eine Rolle, wenn man in der Suchmaschine einigermaßen vernünftig gelistet sein möchte. Und da möchte ich einfach auf die verschiedenen Punkte ein bisschen eingehen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant, wie das Suchmaschinen-Ranking zustande kommt. Also als allerwichtigstes ist tatsächlich, ihr werdet es nicht glauben, der Titel. Huch, also. Mensch. Ein Gesuch hat den Palast erreicht, das die Errichtung eines Museums fordert, das ihrer Jugendzeit gewidmet ist. Ja, alles klar. Persönlich alles klar. Ein Präsidentenmuseum. Machen wir alles hier. Ich bin doch gar nicht so. Das Mausoleum nur nicht unbedingt. Ah, Präsidentenmuseum. Ach, das kostet doch auch nichts hier. Was kostet die Welt? Na, nicht vielleicht hierhin, wa? Weil... Da habe ich ja mein, da sollen die ja weiter Holz abbauen. So, das bauen wir hier hin. So, also als erstes ist tatsächlich der Titel interessant und sehr, sehr wichtig für die YouTube-Suchmaschine. Da wird als erstes nachgeguckt, der Titel und die ersten zwei, drei Sätze in der Videobeschreibung. Also was da drin steht, solltet ihr euch sehr, sehr gut überlegen. Also sollte zum Beispiel, weiß nicht, der Spieltitel auf jeden Fall drin sein. Mehr wie 100. Ein großer Sprung für Tropico. Ja, ich schaffe Arbeitsstätten. Also da sollte auf alle Fälle der Titel des Spiels drin sein, wenn ihr darüber gefunden werden wollt. Es soll unbedingt drin sein, dass es ein Let's Play ist. Also das sollte auch auf jeden Fall drin stehen oder halt ein Commentary oder was auch immer. Und dann macht sich der Zusatz Deutsch oder German im Normalfall tatsächlich gut. Das Ganze in der Videobeschreibung, die ersten Sätze, da müsst ihr gucken. Da achte ich jetzt nicht so extrem drauf, ne? Muss ich bei mir schon ganz klar sagen, dass ich da einfach nicht so meine Priorität... Oh, das ist ganz schön teuer, wa? Puh, 16.000 für eine Zigarren-Dings. Nee, wir bauen lieber noch Ranchen erstmal und so. Also, da müsst ihr gucken, da achte ich jetzt nicht so drauf, weil bei mir als erstes ja, wenn ihr bei mir die Infobox aufklappt, dann seht ihr das. Ich habe schon immer sehr viel da drin stehen, also steht bei mir ja auch dann drin, welches Spiel und keine Ahnung was, sowas halt, ne? Und das ist schon auch alles ganz wichtig, also die werden auf alle Fälle mitgesucht. Dann wird es auch ganz wichtig für die Suchmaschine, natürlich klar, die Tags, ne? Also spart da echt nicht mit den Tags, setzt keine falschen Tags, das ist auf YouTube verboten, sondern wirklich welche, die zu eurem Video passen. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Die Zuschauerbindung ist übrigens auch total wichtig. Umso höher die Zuschauerbindung, umso besser bist du in der Suchmaschine, bist du da gelistet. Also das ist wirklich was, schaut, dass die Zuschauerbindung bei euren Videos einigermaßen ist. Wenn ihr merkt, die ist nicht so toll, müsst ihr vielleicht mal ein bisschen schauen, ob sich ein kürzeres Video mehr anbietet oder. Als Richtwert sagt man so im Schnitt, zwischen 40% und 60% Zuschauerbindung ist auf YouTube ein sehr, sehr guter Wert. Also da könnt ihr euch ein bisschen dran orientieren vielleicht, ne? Also so 40% bis 60% Zuschauerbindung ist gut, weil man ja auch immer Leute hat, die klicken rein, die dann vielleicht gar nicht das erwartet haben, was da ist und. Also auf 100% kommt man vielleicht bei dem einen oder anderen Video, aber sehr, sehr selten. Also macht euch da nicht kirre irgendwie, sondern schaut einfach, wie gesagt, also zwischen 40% und 60% sollte die Zuschauerbindung sein. Das spielt auf YouTube tatsächlich eine relativ große Rolle, um in der Suchmaschine gut gelistet zu werden. Was jetzt noch eine Rolle spielt, ist die Aktivität auf einem Video. Je mehr Kommentare in... Moment, ich gucke hier mal erstmal Religionsunterricht. Die Jugend Tropicos ist auf dem Holzweg. Sie müssen lernen, den Herrn mit Rum zu lobpreisen. Den Herrn mit Rum, ey. Pfarrer Esteban. Die meisten von Ihnen werden schon Stunden vor mir ohnmächtig und es ist keine richtige Lobpreisung, wenn man alleine trinkt. Es gibt jede Menge Kandidaten, die mit genügend harter Arbeit und Rum gute Anhänger werden könnten. Geben Sie an mindestens einer Oberschule Religionsunterricht. Ja, das können wir machen. Ist sie denn ausgebucht hier schon? Ne, guck mal. Kann ich hier Allgemeinbildung Religionsunterricht verlangsamen die Ausbildung, aber... Ja, komm her. So, dann machen wir das doch mal. Dann haben wir das erledigt. Ja, also, was wollte ich sagen?
Aktivität ist wichtig auf den Videos. Und Aktivität bedeutet in dem Fall tatsächlich, wie viel Kommentare sind unter den Videos zu finden, wie viel Daumen sind unter dem Video zu finden, wobei es dabei keine Rolle spielt, ob es Daumen nach oben oder nach unten sind. Das hat das gleiche Ranking, das zählt einfach zur Aktivität dazu. Und auch Daumen runter würden... Was ist denn hier los? Warum habe ich hier keine Arbeiter drin in meinem Gebäude? Was ist denn hier los? Ach so. Na ja, dann stell da mal jemanden ein. Moment. Also es ist egal, ob die Daumen nach oben oder nach unten sind. Da solltet ihr euch echt keinen Kopf drum machen. Das zählt, das gibt so auf YouTube sowas wie Aktivitätspunkte, nennt sich das. Und diese Aktivitätspunkte sorgen dafür, dass euer Video im Ranking steigt. Also auch Daumen runter werden genauso gewertet wie Daumen hoch. Ja, das heißt einfach da das Video... Ich wollte ja? Ihnen einige Aufstellungen zeigen, Präsident. Aber unterwegs haben mich Diebe überfallen. Wenn nicht mal unsere Tabellen sicher sind, haben wir ein Problem. Wir müssen etwas für die Sicherung tun. Bauen Sie eine Polizeiwache und stellen Sie die Ordnung wieder her. Oh, ja, was ist denn hier los? Das machen wir jetzt dann mal. Oh, ja, ich sehe schon. Okay, ja, da ist nicht so toll. Das ist natürlich nicht schön. Ja, wo bauen wir das denn mal hin hier am besten, wa? So, und dann können wir hier noch eine hinsetzen. Ja, also wie gesagt, Aktivitätspunkte für das Video, ne? Also alle Kommentare, die da drunter sind, alle Daumen, die da drunter sind. Also auch das spielt eine ganz, ganz große Rolle in den Videos, damit man relativ hoch gelistet ist. Und ja, wie gesagt, Tags, haut die ruhig voll, ne? Also nutzt es ruhig aus, das ist schon auch wichtig. Und dann... spielt auch nicht mehr die große Rolle, wie viel Views ein Video hat. Also wenn jetzt ein Video, keine Ahnung, eine Million Views hätte, ja, ach, da ist noch nicht fertig, okay. Eine Million Views hätte, aber keine Kommentare und keine Daumen hoch, keine Daumen runter, dann wird es schlechter gelistet als ein Video mit 100 Kommentaren und 50 Daumen runter oder so, ne? Also das würde einfach besser gelistet werden, das Video. Also das ist schon auch ein Faktor, der tatsächlich ganz wichtig ist. Und ich glaube, daher kommt das auch, dass in den Netzwerken dann immer dieses Call to Action so gepriesen wird. Da, wo wir uns ja schon drüber unterhalten hatten bei dem Netzwerkthema, ne? Wo man einfach... Na, was ist denn hier? Ach so, okay. Ja, wo man, und ich denke, deswegen wird da viel Wert drauf gelegt, dass man immer sagt, ja, kommentiert und votet und liked und weiß ich was nicht alles, was mit dem Video man so machen kann und was nicht, ja. Viele sagen ja auch, gebt mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, scheißegal, ne, weil es einfach wirklich für die YouTube-Suche vollkommen egal ist, das ist einfach so. Ja, und damit wäre das Mysterium der YouTube-Suche auch schon gelüftet. Natürlich hat ein Video von einem großen... Ich glaube, wir stellen hier mal noch ein Bauding hin. Deswegen sind natürlich die Videos von den großen YouTubern auch besser gelistet, ne? Ist klar, weil da ist ja viel Interaktion. Also du hast ja viele Kommentare, viele Daumen hoch oder runter oder weiß der Geier was hast du auf den Videos. Und die sind dann einfach tatsächlich da besser gelistet. Das ist so, da muss man halt mit leben. Aber man kann ja da schon gucken, dass man für sich das Beste da irgendwie rausholt. Ich möchte dann natürlich niemanden jetzt aufrufen, seine Zuschauer laufen zu gängeln, dass die da irgendwas liken sollen. Aber ich glaube, wenn man so hin und wieder, ich mache das ja auch, ich mache das aber unbewusst, weil ich mit euch quatsche, ne? Also das ist ja für mich wirklich so, als ob wir hier miteinander eine Runde schwätzen, dass ich dann einfach sage, ja, Mensch, schreibt mir doch mal eure Meinung drunter oder habt ihr das auch schon mal erlebt oder gesehen oder weiß der Geier was. Und das ist tatsächlich was auf YouTube ganz wichtig ist, denn das kommt daher, YouTube hat die Erfahrung gemacht, es waren immer viele Benutzer auf YouTube da, die waren aber immer nur sehr kurz da und sind dann relativ zügig wieder verschwunden. Und die haben die Schuld dem Fall gegeben, dass Videos gefunden werden, die nicht interessant sind für die Zuschauer und die deswegen das Ganze wieder verlassen. Und dieses Nicht-Interessante, dass die Zuschauer, die jetzt die YouTube-Suche benutzen, etwas
nicht Interessantes finden, wollen die einfach damit umgehen, dass YouTube davon ausgeht, wenn ein Video lange angeschaut wird, ne, also so wie die Zuschauerbindung einfach dann eine Rolle spielt, dass das was ist, was die Leute dann auch wirklich interessiert. Oder wenn dann viel Aktivität auf einem Video ist, dann geht YouTube einfach davon aus, dass das ja ein für die Zuschauer interessantes Video ist und deswegen werden die dann besser gelistet. Also vielleicht konnte ich da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil ich da immer mal wieder gefragt werde. Und ich habe gerade, was hier die Daumen betrifft, habe ich jetzt mit jemandem von Curse gesprochen. Habe ich eine Runde geskypt und der hat halt gesagt, nein, es sind Aktivitätspunkte und die sind so oder so wichtig, egal in welche Richtung das geht. Und ja, wollte ich euch einfach wissen lassen und mitteilen, damit ihr da Bescheid wisst, warum welche Videos wie gelistet werden und wie nicht. No? Ja. Ja, Tropico und die EU, okay. Ja, was bauen wir denn jetzt als nächstes noch für eine Fabrik? Also ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ranchen. Ich glaube, das reicht, weil guckt euch mal hier auf unserem Marktplatz an. Also Essen haben wir ja hier noch und nöcher, ne? Also verhungern tun uns die Leute dieses Mal definitiv nicht. Ich muss mal gucken, wie es mit den Krankenhäusern aussieht. Das Gesundheitswesen ist wahrscheinlich nicht so toll. Das mache ich jetzt dann auch. So, gucken wir mal. Ach, die Wohnqualität, nee, passt nicht. Was Gesundheitswesen muss dann ja wo passen? 45%. Ja, okay, Wohnqualität. Da müssen wir noch was tun. Das können wir in Angriff nehmen, das ist nicht das Ding. Aber jetzt dann meine Frage an euch. Auf welchen Zweig der Industrie wollen wir uns denn dann im nächsten Part ein bisschen konzentrieren? Ich baue hier jetzt mal noch ein paar Mietshäuser, weil wir haben jetzt ja, ich denke, ein relativ solides Gerüst gebaut, dass wir auf alle Fälle ein bisschen zu Geld kommen intern. Und jetzt möchte ich natürlich gerne auch in den Export gehen. Und jetzt ja, habt ihr freie Wahl. Was wollen wir denn da als nächstes machen? Habt ihr da, möchtet ihr da irgendwas Spezielles gerne gebaut haben oder so? Dann, Achtung, Call to Action incoming. Schreibt mir das unten in die Kommentare rein. Und dann suche ich mir da was raus, was da von euch so kommt und dann konzentrieren wir uns da noch auf dem Industriezweig neben unserem Kaffee und unser Baumgedöns, was ich ja eh da machen möchte. Vielleicht habt ihr eine Idee, wo ihr sagt, Mensch, das ist vielleicht was, was Geld bringt oder vielleicht möchtet ihr auch gerne, dass ich hier Tourismus anstrebe oder so, ne? Dann schreibt mir das einfach unten rein und dann würde ich sagen, machen wir das im nächsten Part. Dann bin ich nämlich nicht alleine schuld, wenn wir pleite gehen. Haha, dann seid alle Holzfällerlager abreißen. Nein, das mache ich nicht. Dann bin ich nicht alleine schuld, wenn wir pleite gehen. Dann seid ihr mit mir schuld. Dann fühle ich mich nicht so schlecht. Nein, natürlich nicht. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch jetzt noch einen tollen Sonntag. Ich hoffe, der ein oder andere ist mit mir jetzt gerade eine Runde am Zocken. Ne? Ich freue mich auf Team Fortress auf jeden Fall schon. Ich mache jetzt hier gleich auf Pause, bevor wieder was passiert, wenn ich abspeichere. Und sag jetzt wie immer Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen total tollen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao. Oh.